Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal oder falls du zum ersten Mal hier bist, hi, mein Name ist Ginkgo Man und auf meinem Kanal geht es ausschließlich um Naturkosmetik, die vegan und tierversuchsfrei ist und hauptsächlich um Beauty, also das ist ein Beauty-Kanal. Wie du wahrscheinlich schon am Titel gesehen hast, filmen wir heute einen Full-Face Alverde und zwar einen Abendlook. Ich werde dasselbe nochmal mit einem Tageslook machen. Selbstverständlich ist dieses Video keine bezahlte Werbung, ich zeige euch einfach nur Produkte, die ich selber mit meinem eigenen Geld gekauft habe. Alle Produkte, die ich euch zeige, sind mikroplastikfrei und ich würde sagen, bevor ich noch länger rede, fangen wir endlich an. Let's Ginkgo! Und zwar mit dem Mineral Face Primer. Ich werde den Primer auf dieser Seite auftragen und auf dieser Seite nicht, damit wir später sehen können, wie gut er sich verhält. Dieser ist glutenfrei, enthält 12 ml, kostet 3,95 Euro und er soll einen Soft-Focus-Effekt haben, er soll kleine Unebenheiten kaschieren und für ein natürlich strahlendes Hautbild sorgen. Das Ganze muss man hier unten drehen und dann kommt da vorne Produkt raus. Finde ich sehr spannend. Ich nehme das Ganze aber trotzdem mit dem Finger auf. Ich will mir damit nicht ins Gesicht gehen. Ich finde das ein bisschen unhygienisch. Okay, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Produkt. Wir werden das auf jeden Fall alles sehr schön gleichmäßig verteilen. Ach, im Übrigen nur zur Referenz, ich habe eine sehr, sehr ölige Haut und zwar überall, nicht nur in der T-Zone. Und ich habe gar keine Hautpflege aufgetragen. Ihr müsst mir mal schreiben, was möchtet ihr lieber? Also, dass ich meine gewöhnliche Hautpflege auftrage vor den Videos oder ob ich wirklich mit meiner ganz normalen Haut, so wie sie ist, in das Video starte. Weil ich habe immer die Sorge, dass meine Hautpflege die Produkte negativ beeinflussen könnte. Okay, ich habe das Ganze jetzt aufgetragen. Ich finde, das riecht sehr angenehm, also sehr, sehr leicht. Ich denke nicht, dass das wirklich stark parfümiert ist. Also ihr riecht den Geruch auch nicht. Nur ganz kurz beim Auftragen. Ich hole euch jetzt mal ganz nah ran, denn ich möchte euch zeigen, der hat sehr, sehr viele starke Glitzerpartikel drin. Ich hoffe, das könnt ihr in der Kamera sehen. Also das war ja die Seite mit dem Primer. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das unbedingt gut finde. Also dadurch, dass ich sehr ölige Haut habe, finde ich, ja, will ich immer alles so matt wie möglich halten. Könnt ihr da irgendwas sehen an Glitzerpartikeln? Ich finde, gerade hier sieht man es sehr, sehr stark. Ansonsten würde ich sagen, ich finde jetzt nicht, dass er unbedingt kleine Unebenheiten kaschiert hat. Aber ist ja auch egal. Also solange er pflegend ist, finde ich das in Ordnung und er scheint pflegend zu sein. Als nächstes machen wir mit dem Camouflage Anti-Rötung weiter. Dieser enthält 7 Gramm Inhalt. Online steht aber 5,1 Gramm. Ich weiß jetzt nicht, was richtig ist. Dieser ist auch glutenfrei und kostet 3,45 Euro. Ich nehme hierfür jetzt mal so einen kleinen Packing Brush und gehe in das Produkt rein, einfach damit es hygienisch bleibt. Wobei, wisst ihr was, ich nehme jetzt ganz schön viel ordentlich Produkt, also so viel ungefähr, und gebe mir das Ganze auf meine Mischplatte, die mir meine Nachbarin geschenkt hat. Vielen Dank dafür. Übrigens tut mir leid, dass ich so eine krassige Stimme gerade habe, aber ich habe seit Mittwochnachmittag, also wenn ich das filme, ist Samstag der 14. Mai, ja, ich habe seit ein paar Tagen einfach solche Halsschmerzen und die ganze Zeit das Gefühl, als hätte ich eine Feder im Hals. Na gut, egal. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt etwas auf meine Mischplatte gegeben. Und ich habe natürlich noch ordentlich was auf dem Pinsel und das trage ich jetzt alles mal auf meine Rötungen auf. Und das Ganze verblende ich jetzt mal mit meinem Finger. Okay, ich glaube, ich habe ein kleines bisschen zu viel Produkt genommen. Ich bin einfach komplett grün. na gut, aber wenigstens schimmern die Rötungen nicht mehr durch. Yay! Okay, ich habe ein bisschen Angst, dass das wirklich zu viel war. Aber ja, wir versuchen das Ganze jetzt auf der anderen Seite mit viel, viel weniger Produkt. So, die Formulierung scheint sehr, ja nicht sehr trocken zu sein, aber schon trocken, beziehungsweise sogar fast austrocknend, würde ich sagen. Auf der Primer-Seite ließ es sich besser verteilen, dadurch, dass ich natürlich den Primer habe und viel mehr Produkt verwendet habe. Aber das ist ja auch normal bei solchen Formulierungen. Als nächstes verwende ich den Concealer Anti-Augenringe. Dieser enthält 9 ml, ist auch glutenfrei und kostet 3,25 Euro. Und den trage ich mir jetzt, wie der Name schon sagt, unter die Augenringe auf, beziehungsweise erstmal nur unter einen, um dann den Vergleich zu sehen. Auch hierfür verwende ich meinen Finger, aber diesmal den Ringfinger, weil damit waren wir noch nicht im grünen Produkt.
Oh, ich bin ehrlich mit euch. Ich glaube, der gefällt mir nicht. Der scheint ziemlich trocken zu sein. Er trocknet auch wirklich, wirklich sehr, sehr schnell runter. Ich hole euch mal näher ran und zeige euch das Ganze. Könnt ihr das sehen? Das ist leider, leider ein bisschen zu trocken für meine untere Augenpartie. Aber ich finde schon, dass es okay ist. Also, wir werden ja noch die Foundation und einen normalen Concealer drüber auftragen. Deswegen mal schauen, wie es dann ausschaut. Ich trage mir das Ganze jetzt mal auf die andere Seite auf und dann wasche ich mir meine Hände. Wobei, Leute, ich habe mir jetzt ganz schnell noch einen zweiten Schwamm geholt und ihn angefeuchtet. Und ich versuche jetzt, den Concealer von vorhin nochmal ein bisschen damit einzuarbeiten. Als nächstes verwenden wir den Star des heutigen Videos, und zwar die Perfect Cover Foundation. Ich habe die Farbe 30 Champagne. Diese kommt in 5 Farben. Meiner Meinung nach sind alle auf der helleren Seite. Diese enthält 20 ml, was seltsam ist, weil normalerweise enthalten Foundations ja standardmäßig 30 ml. Sie ist aber glutenfrei und kostet 4,45 €. Diese sollen Make-up und Concealer gleichzeitig sein. Vielleicht erklärt das auch, warum es nur 20 ml enthält. Sie soll eine hohe Deckkraft haben und ist mit Bambus und Aprikosen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die falsche Farbe habe, aber naja, keine Ahnung. Wir versuchen es jetzt trotzdem. Ich trage mir das Ganze jetzt mal mit diesem Spatel auf der einen Seite auf. Das hat gerade auf meine Hose getropft. Nein! Okay, also das mag ich ja mal gar nicht, ne? Also ich finde es an sich ziemlich gut, dass es, ja, dass man selbst dosieren kann, wie viel Produkt man will, aber ich weiß nicht, ich fände so einen Pumpkopf auf jeden Fall viel besser, aber es soll ja auch ein Concealer sein, deswegen kann ich auch verstehen, dass da so ein ja, Spatel drin ist, aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, das wird alles ziemlich schnell, ziemlich schmuddelig. Ich verwende zum Verblenden jetzt mal meinen Beauty-Schwamm von der Rossmann Eigenmarke For Your Beauty. Oh wow, okay, also ich muss sagen, ich glaube, das ist schon eine hohe Deckkraft. Also ich finde das eigentlich ziemlich gut, gerade auf den ersten Blick. Ich glaube nur, sie ist ein kleines bisschen zu hell für meinen Hautton. Und ich habe auch das Gefühl, sie ist ein bisschen, ja, so peachy, pinkstichig, runtergetrocknet. Beziehungsweise nicht runtergetrocknet, aber ich glaube, sie ist einfach pinkstichig für meine Haut. Aber so auf den ersten Moment fühlt sie sich wirklich, wirklich gut an. Ich bin nur gespannt, ob sie auch wirklich gut runtertrocknet von alleine, bevor wir das Gesicht setzen. Oder ob das so klebrig bleibt. Ich würde sagen, ich trage mir das Ganze jetzt nochmal auf der anderen Seite auf und dann sehen wir uns wieder. Okay, da bin ich wieder. Und auf den ersten Eindruck muss ich sagen, ich hatte noch nie so eine deckende Foundation wie diese hier. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Nur die Farbe passt ja gar nicht. Also ich habe sie auf meinen Hals runter geblendet, aber nee, die Farbe ist definitiv zu hell für mich. Ich sehe ein bisschen aus wie ein Geist. Aber ich finde trotzdem die Deckkraft, also die hat mich auf alle Fälle überzeugt. Das Gefühl ist unglaublich angenehm. Ich habe nur das Gefühl, dass sie ja nicht so schnell runtertrocknet. Also ich glaube, das ist eine Foundation, die du ohne Puder auf gar keinen Fall benutzen kannst und auch solltest. Aber ja, ich würde sagen, ich benutze jetzt den Concealer weiter. Und zwar habe ich den in der Farbe 02 Porcelain, also Porzellan. Der kommt in 3 Farben, die sind auch alle hell. Dieser enthält 9 ml, ist glutenfrei und kostet 2,45 €. Er soll eine leichte Formulierung haben und Aloe Vera Saft, Olivenöl sowie Gurkenextrakt enthalten. Ich finde das immer ein bisschen problematisch, wenn Produkte Öle enthalten, weil dadurch, dass ich sehr ölige Haut habe, brauche ich nicht unbedingt diesen, ja, Pflegekick, aber es ist trotzdem wahrscheinlich schön für Menschen mit trockener Haut. Ich gebe mir jetzt je ein, ja, was soll ich sagen, Pump, Spatelchen, ich weiß es nicht, unter die Augen und verblende das Ganze mit meinem Beauty-Schwamm. So, ich finde, er hat ja eigentlich gar nichts bewirkt. Also, ich muss auch generell sagen, ich hole euch mal ganz heran, meine untere Augenpartie, also meine Augenringe, dadurch, dass ich da jetzt so viel Produkt aufgetragen habe, ja, sehen die ziemlich faltig aus.
Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, dann hättest du weniger Produkt verwenden sollen. Ja, das stimmt, aber ich wollte halt sehen, ob der Anti-Augenringe-Concealer was bringt, aber meiner Meinung nach hat der, nachdem ich die Foundation aufgetragen habe, nicht viel gebracht. Meine Augenschatten haben immer noch durchgeschimmert, deshalb habe ich den Concealer noch zusätzlich benutzt und ja, ich finde dennoch, dass der Concealer nicht viel geholfen hat. Aber ich finde, mittlerweile ist es auf jeden Fall eine mittlere Deckkraft, also die Augenschatten sind auf jeden Fall ein bisschen kaschiert, aber mein Problem ist halt immer, kennt ihr das, wenn ihr eine Foundation auftragt und Concealer und die Augenschatten trotzdem gräulich durchschimmern? Also nicht bläulich, sondern eher so gräulich. Ich weiß nicht, wie ich es gerade anders formulieren soll, aber ja, falls ihr versteht, was ich meine, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Aber ja, das ist meine Haut mit der Foundation und dem Concealer. Ich habe irgendwie total Angst, dass ich ziemlich überbelichtet bin. Meine Studiolampen sind auf 30%. Im letzten Video waren sie, glaube ich, auf 40 und da fand ich es schon ein bisschen überbelichtet. Deswegen habe ich die jetzt wieder gedimmt. Sag mir mal bitte, ob das bei euch überbelichtet ist, weil bei meinem Laptop scheint immer alles perfekt zu sein, aber am Handybildschirm sieht das alles manchmal voll anders aus. Also die Farben sind manchmal viel intensiver, die Belichtung scheint zu viel zu sein. Deswegen lasst mich auf jeden Fall wissen, ob ich die Studiolampen vielleicht auf 20% stellen soll. Ich meine, jetzt ist es auch 21 Uhr. Ich filme das Ganze abends, deswegen brauche ich auch das Licht. So, als nächstes nehme ich einen Blushpinsel und verwende das transparente Puder von Alverde. Dieses ist nicht glutenfrei, enthält 9 Gramm und kostet 3,95 €. Es soll zum Fixieren und Mattieren geeignet sein und ist mit Jojobaöl. Im Übrigen soll es das Absetzen in den Fältchen verhindern. Außerdem finde ich so dieses Muster total schön. Also solche kleinen Details kosten die Firmen ziemlich viel Geld. Deswegen, ich finde das schön, dass Alverde sich gedacht hat, hey, okay, cool, machen wir das. Also ich finde nämlich auch, Make-up sollte Spaß machen. Es sollte nicht alles immer so langweilig sein. Also ich finde das total schön, wenn das so ist. Das Puder hat auf jeden Fall eine Menge Kickback, finde ich aber nicht so dramatisch. Es ist schließlich ein gepresstes Puder und es hätte mir jetzt eine Gesichtshälfte. So, wie man, glaube ich, unschwer erkennen kann, ist das die abmattierte Seite. Ich finde, an sich ist es ein gutes Puder, aber da sind total viele Schimmerpartikel drin, merke ich gerade. Also die Schimmerpartikel sind wirklich Nano, deswegen, ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt, aber ich finde das persönlich nicht so optimal, weil, ja, ich will ein mattes Puder, ein mattierendes Puder und nicht 10 Millionen, ja, oder besser gesagt eine Glitzerparty im Gesicht. Ich denke, das Puder würde ich nicht wiederverwenden, sondern stattdessen das Alterra Naturkosmetik Finish Powder nehmen. In 01 Transparent. Das hat nämlich keine Schimmerpartikel, das mattiert wirklich sehr, sehr gut ab. Dennoch werde ich jetzt natürlich dieses Puder auch auf der anderen Seite auftragen und dann sehen wir uns wieder. So, da bin ich wieder und Leute, irgendwie, also die Foundation ist wirklich, wirklich sehr cremig, sehr, ja, pflegend, beziehungsweise fast schon ölig, obwohl ich wirklich pro Gesichtshälfte 4 bis 6 Mal in das Puder reingegangen bin und mein Gesicht abgepudert habe, fühlt es sich immer noch ziemlich klebrig an. Also, das finde ich persönlich nicht so gut, vor allem weil je mehr Puder ich benutze, desto cakefaciger wird mein Gesicht halt auch. Deswegen, ja, finde ich das schon seltsam, dass die Foundation sich immer noch so klebrig anfühlt. Dadurch lässt sich das, ja, also der Pinsel gleitet dadurch auch nicht so schön auf der Haut. Beziehungsweise ich trage halt mit dem Pinsel ein kleines bisschen von der Foundation ab. Finde ich halt nicht so optimal. Gerade wenn ich meine Contour und Bronzer auftrage, mag ich das überhaupt nicht, wenn meine Rötungen hier durchscheinen, meine Aknemale. Weil dann sieht das alles sehr schnell dreckig und fleckig aus. Also nur, dass ihr es mal gehört habt. Vielleicht muss man da mit einem anderen Puder arbeiten. Als nächstes gehe ich in den Bronzer. Und zwar in der Farbe 02. Dieser enthält 9 Gramm, ist glutenfrei und kostet 3,95 €. Ich nehme mir jetzt wieder denselben Pinsel, den wir vorhin benutzt haben, in Sauber. Das ist ein Blushpinsel von der Eigenmarke von Rossmann, For Your Beauty. Aber den gibt es, meine ich, schon seit Jahren nicht mehr. Ich gehe ordentlich in das Produkt rein und klopfe das Ganze schön ab. So, ihr könnt sehen, dass ja, ganz, ganz kleines bisschen an Produkt drauf. Und jetzt trage ich mir das auf meinen Wangenknochen auf. Okay, also der ist schon ziemlich, ziemlich rötlich.
Ich finde, das sieht im Fännchen so ein bisschen schokoladig aus, aber irgendwie ist es im Gesicht viel, viel wärmer, fast schon orange, würde ich sagen. Finde ich nicht so schlimm. Ich trage an sich gerne etwas rötlichere oder orangere Bronzer, aber für den heutigen Look, also ich wollte nämlich einen blauen Lidschatten heute benutzen und ja, blau und orange, ich weiß, ich finde, das beißt sich immer ziemlich, weil das eine ist kühl, das andere ist warm, aber wir tragen das Ganze jetzt trotzdem einmal schnell auf. Ich persönlich mag den Bronzer überhaupt nicht, fällt mir gerade auf. Er ist viel zu rötlich, er ist einfach, ja, orange, also anders kann ich es gar nicht sagen. Und das Problem ist, dadurch, dass die Foundation eben auch nicht ganz getrocknet ist, trotz des Abpuderns, habe ich mit dem Pinsel ganz bisschen davon was abgetragen. Und durch den zusätzlich rötlichen Bronzer scheinen jetzt meine Aknemale total durch. Das sieht halt aus, als wären sie einfach nicht abgedeckt, gefällt mir halt persönlich überhaupt nicht, aber na gut. Als nächstes machen wir weiter mit dem Blush und da müsst ihr wirklich mega aufpassen, denn es gibt nur einen veganen Blush von Alverde und zwar den Multicolor Blush in 20 Sunset Glow. In der Alverde Professional Contour and Highlight Palette gibt es auch noch einen Blushton, der vegan ist, den ich im Übrigen auch sehr, sehr schön finde. Und dann gibt es noch einen Rouge und Highlighter, also ein 2-in-1 Produkt und zwar in der Farbe 40 Caribbean Sunset. Der ist auch vegan, aber das ist halt ein Rouge und Highlighter zugleich, also nichts für Leute, die keinen Highlighter mögen. Deswegen passt er auf jeden Fall auf. Ich habe jetzt, wie gesagt, den in der Farbe 20 Sunset Glow. Dieser ist nicht glutenfrei, enthält 9 Gramm Inhalt und kostet 3,95 Euro. Dieser soll eben so einen weichen Schimmer haben. Wie man erkennen kann, ist hier so ein, ja, leicht bräunlich-oranger Ton, also ein ziemlich warmer. Dieser ist eher rosig, würde ich sagen. Und dann ist hier nochmal so ein ziemlich heller Ton. Also das grenzt schon an einem Highlighter, würde ich sagen. Und hier ist nochmal so ein leicht dunklerer Ton, der auch ins Wärmere geht, aber auch ziemlich einem Highlighter ähnelt. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal so in das Produkt rein und mische quasi alle Farben miteinander. Ich gehe wirklich ordentlich ins Produkt. Oh Gott, das riecht total schön. Das riecht total nach Make-up halt, also nach einem ganz normalen Puderprodukt. Aber ich persönlich liebe den Duft von Make-up. Ich klopfe das Ganze ganz ordentlich ab und gebe mir das auf die höchsten Stellen meiner Wangen. Okay, wow, der ist auf jeden Fall sehr, sehr stark pigmentiert. Ich habe mich jetzt mal spontan dazu entschlossen, die Lichter von 30 auf 20% runterzustufen, weil, ja, ich habe das Gefühl, ich war doch ziemlich überbelichtet. Ihr müsst mir, wie gesagt, auf jeden Fall sagen, ob das jetzt besser ist oder ob 30% euch lieber sind. Okay, Leute, dieser Blush hat auf jeden Fall Wumms. Ich gehe diesmal ganz leicht rein, drehe den Pinsel ein, zweimal da drin, klopfe das wieder ordentlich ab und gebe mir das auf die andere Seite. Ach, im Übrigen habe ich wieder einen sauberen Pinsel genommen, also weder den Puderpinsel noch den Bronzerpinsel. So, ich sehe ein kleines bisschen aus wie ein Clown, deswegen gehe ich jetzt nochmal mit dem Beauty Blender drüber. Ich habe euch jetzt mal näher rangeholt. Ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Also ich finde, das ist wirklich ein unglaublich schöner Frühlings-Sommerton. Wenn man mehr in diese Hälfte geht, kann man den wahrscheinlich auch ziemlich gut im Herbst verwenden. Als nächstes machen wir weiter mit dem Highlighter. Da habe ich den Golden Highlighter mitgenommen. Ich habe gesehen, dass es den online auf dem nicht mehr gibt, aber vielleicht gibt es den ja noch in eurem Laden. Oder vielleicht wurde er aus dem Sortiment genommen, aber ich habe jetzt leider nur diesen Highlighter, deswegen verwenden wir den auch. Ich nehme mir jetzt hierfür einen großen fluffigen Blending Brush und gehe ordentlich ins Produkt rein, klopfe das Ganze aber auch ordentlich wieder ab. So, und trage mir das Ganze auf der höchsten Stelle auf. Okay, also der Highlighter ist definitiv sehr, sehr glitzerig. Ja, also ich mag ja generell keinen Highlighter, aber so ein glitzeriger Highlighter ist halt definitiv
nicht mein Favorit. Also wenn, dann würde ich zu einem erwachsenen Glow greifen. Außerdem ist er ziemlich golden. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Der ist schon ziemlich, ziemlich golden. Übrigens habe ich auf der anderen Seite noch gar keinen Highlighter aufgetragen, aber dennoch glitzert der Blush ziemlich, ziemlich stark. Und das ist etwas, das mag ich persönlich bei Blushes gar nicht. Vor allem, weil diese Glitzerpartikel sind einfach in solchen Unmengen auf den Wangen. Ich finde, das lässt das Ganze ziemlich unruhig aussehen. Und unter der Sonne, das sieht einfach seltsam aus, wenn da 50 Millionen Glitzerpigmente das Licht reflektieren. Ich trage mir den Highlighter jetzt auch auf der anderen Seite auf. Leute, ich hoffe, ich komme nicht zu streng Alverde gegenüber rüber. Ich berichte euch ausschließlich von meinen Make-up-Präferenzen. Also wenn ihr eine Glitzerparty auf euren Wangen mögt, dann sind diese Produkte auf jeden Fall was für euch. Und also wenn ihr sowas mögt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Nur ich persönlich mag es lieber, einen matten Blush zu haben oder einen, der sehr, sehr leicht und erwachsen schimmert. Aber ich finde halt, für den Preis ist das auf jeden Fall in Ordnung. Nur ihr müsst halt bedenken, unterm Sonnenlicht geht das halt wirklich ab. Also da sieht man wirklich, dass ihr irgendwas im Gesicht habt. Als nächstes verwende ich die Lidschattenbasis von Alverde. Diese enthält 3,5 ml, ist nicht glutenfrei und kostet 2,75 €. Sie soll das Absetzen in der Lidfalte vermeiden und ist mit Bio-Jojoba-Öl und Shea-Butter. Auch hier finde ich es wieder problematisch, dass da Öl drin ist, weil meine Lider sind generell ziemlich, ziemlich ölig. Ich weiß nicht, ob das wirklich hilft, wenn ich da noch mehr Öl auftrage. Leute, ich habe gerade so ein Gefühl, als hätte ich eine Feder im Hals. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also tut mir wirklich leid, wenn ich irgendwie seltsam rede oder meine Augen die ganze Zeit anfangen zu tränen. Aber es ist gerade wirklich so, als hätte ich einfach irgendwie eine Feder im Hals. Meine Mama hat mir gesagt, also vom, ich glaube, 15. auf den 16. Mai ist ja eine Mondfinsternis. Angeblich sollen manche Menschen, ja, aufgrund dieser Mondfinsternis Halsschmerzen und Halsbeschwerden haben. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber ich persönlich glaube an so einen Quatsch. Deswegen, ja, kann ich mir echt gut vorstellen, dass das damit zusammenhängt. Aber, oh, ich hoffe, es hört einfach spätestens nach der Finsternis auf. Ich hoffe sogar schon vorher, weil dieses Gefühl ist echt unangenehm. Ich verblende den Lidschattenprimer jetzt auf meinen Lidern. Okay, wow, also er ließ sich wirklich super, super leicht verblenden. Ich finde jedoch nicht, dass er unbedingt was abgedeckt hat. Also ich glaube, das ist einfach so eine Lidschattenbasis mit ganz, ganz leichter Deckkraft, die einfach dafür sorgen soll, dass euer Lidschatten den Tag über gut hält. Als nächstes habe ich mir einen Mono-Lidschatten von Alverde mitgenommen, und zwar in der Farbe 12 Aquatic Blue. Auch hier finde ich wieder dieses Pressing sehr, sehr schön. Das ist so eine, ja, keine Ahnung, so James Bond-mäßig. Ich nehme mir hierfür einen ganz normalen Blending Brush und trage mir das Ganze in der Lidfalte auf. Okay, wow, der Lidschatten hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Kickback. Also für gewöhnlich stört mich Kickback nicht so sehr, aber das ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Ich klopfe mir das Ganze gut ab. Gehe nochmal mit meinem Fingerrücken, falls es das Wort gibt, über meine Lider, nur um zu vermeiden, dass ich zu viel vom Lidschattenprimer genommen habe. Und versuche mir das Ganze in der Lidfalte zu verblenden. Ich nehme mir jetzt nochmal so ein Packing Brush und versuche das Ganze richtig schön intensiv auf meinem beweglichen Lid aufzubauen. Und ich hole euch mal näher ran. Okay, also ihr könnt sehen, ich bin wirklich krass ins Produkt reingegangen. Ich habe hier schon so eine richtige Einkerbung. Aber egal, wie oft ich es aufbaue, ich kann einfach nicht diese Rötungen hier abdecken. Das finde ich leider sehr schade, weil an sich ist der Ton wirklich, wirklich schön. Aber irgendwie möchte der Lidschatten nicht wirklich, ja, auf meinem Lid haften, trotz des Lidschattenprimers. Also ich meine, ihr könnt sehen, hier haftet es einfach nicht. Da scheint mein rötliches Lid durch. Egal, ob ich es drauf tupfe oder drauf blende. Ja, es bleibt leider nicht drauf. Finde ich bei dem Preis, also 2,25 €, aber völlig in Ordnung. Ich trage mir das Ganze jetzt nochmal auf dem anderen Lid auf und dann sehen wir uns wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe das Ganze jetzt auch unten aufgetragen. Ich nehme hierfür jetzt aber einen sauberen Blending Brush und verblende mir das Ganze nochmal schön.
Also ich finde, das Ganze sieht schon ziemlich gut aus. Ja, bis eben auf die Stellen, die Rötungen, die ich nicht abdecken konnte mit dem Lidschatten. Aber wie gesagt, für den Preis finde ich es völlig in Ordnung. Ansonsten finde ich es schade, dass auch hier wieder 10 Millionen Glitzerpartikel drin sind. Ich persönlich dachte, das ist ein matter Lidschatten. Vielleicht habe ich mich da auch verguckt. Aber was mir bei günstigen Produkten oft auffällt, und das ist gar nicht böse gemeint, aber das fällt mir bei sehr vielen Firmen auf, auch bei konventioneller Kosmetik, die ich damals verwendet habe. Und zwar verwenden viele Firmen sehr, sehr viel Mica oder Mica, und zwar das, was der Schimmer oder der Glitzer, der Glow in unseren Produkten meistens ist. Und ich habe das Gefühl, viele Firmen packen einfach so viel Mica da rein, einfach nur um das Produkt so günstig wie möglich zu halten und um das ganze Produkt überhaupt voll zu kriegen, weil eben andere Zutaten zu teuer wären. Und ja, ich bin halt nicht so der größte Fan von diesen matten Glitzer-Lidschatten. Versteht ihr, was ich meine? Also ich finde irgendwie, also ich finde es schöner, wenn der Glitzer entweder deutlich sichtbar ist, sehr, sehr stark sichtbar ist oder es eben fast ausschließlich Glitzer bzw. Schimmer ist. Aber so matt mit bisschen Schimmer, ich weiß nicht, ich finde den Effekt nicht so schön. Aber ansonsten ist der Blauton auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich muss nur sagen, der Lidschatten hat wirklich extrem viel Kickback. Also ich habe hier so viel Lidschatten auf meinem Tisch und generell hier überall, auch in der Luft. Ich glaube, das verschlechtert gerade meinen Halszustand nur noch mehr. Wie gesagt, an sich stört mich Kickback nicht, aber das müsst ihr schon im Kopf behalten. Also es pudert wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Als nächstes verwende ich den Kajal Eyeliner in der Farbe 01 Schwarz. Oh wow, dieser ist wirklich super cremig. Jedoch auch nicht so stark deckend. Also ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich hole euch mal ganz nah ran. Ihr könnt sehen, der Kajal ja, deckt semi ab. Das ist bei meinen wässrigen Augen aber normal. Dadurch, dass meine Wasserlinie eben sehr, sehr feucht ist, kann der Kajal nicht wirklich viel Pigment abgeben. Ich versuche das Ganze jetzt mal auf dem trockenen Auge. Ja, wobei, ihr könnt sehen, also, obwohl es jetzt noch im trockenen Zustand ist, gibt er nicht so viel Pigment ab. Okay, also Kajal hat mich persönlich jetzt nicht so beeindruckt. Ich finde, es ist ein ganz gewöhnlicher Drogerie-Kajal. Ich habe jedoch das Gefühl, dass mein Kajal von Alterra ein kleines bisschen besser ist als dieser hier. Ich kann mir jedoch ziemlich gut vorstellen, dass sich der Kajal sehr, sehr gut als Grundlage für einen schwarzen Lidschatten eignet, zum Beispiel für ein Smoky Eye. Ich gehe jetzt mit demselben Packing Brush von vorhin in den Highlighter und versuche mir das Ganze als Inner Corner Highlight zu geben. Ich finde, das hat ziemlich gut funktioniert und tatsächlich ist mein Inner Corner Bereich jetzt ein bisschen grünlich geworden, dadurch, dass ich eben Gold und Blau gemischt habe. Finde ich irgendwie richtig cool. Oh Gott, ich habe gerade irgendwie Lust, mir das Ganze auf mein Lid zu geben. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal. Okay, nein, das funktioniert leider gerade gar nicht. Ich nehme jetzt mal ganz bisschen was vom Fixing Spray und sprühe mir den Pinsel an. Und ich habe mir den ganzen Look ruiniert. Das ist echt schade. Eigentlich wollte ich nur diesen coolen grünen Effekt auch auf dem beweglichen Lid haben. Aber stattdessen, ja, dadurch, dass die Formulierung des Highlighters sowie des Monolidschattens extrem pudrig und trocken ist, ja, hat sich das Ganze nicht so gut vertragen. Und das Ganze sieht jetzt ziemlich trocken aus. Aber na gut, können wir nicht ändern. Oh, das ist gerade echt schade, weil gerade eben sah das alles noch ziemlich in Ordnung aus, aber jetzt ist es irgendwie überhaupt nicht schön. Naja, was soll's. Ist halt so, wie es ist. Der Highlighter ist wirklich so trocken, also das ist unglaublich. Mein Akku geht in jedem Moment leer, aber Leute, ich habe jetzt einen zweiten, also viel Spaß beim Leergehen. Im Übrigen, Leute, schaut euch mal an, der Kajal ist einfach komplett verschwunden. Könnt ihr das sehen? Der Kajal ist so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Er ist mir nicht mal wirklich in die unteren Wimpern gerutscht, sondern wirklich einfach weg. Also ich weiß nicht, wohin er gegangen ist, aber er ist einfach weg.
Aber naja, was soll's. Also ich kann euch auf jeden Fall, falls ihr einen günstigen Naturkosmetik-Kajal in Schwarz sucht, den von Alterra empfehlen. Als nächstes verwende ich die Nothing But Volume Mascara von Alverde. Und zwar habe ich diese in der Farbe Blau mitgenommen diesmal. Die Nummer 30 wäre das. Ich habe alle Alverde-Mascaras in einem Video getestet. Falls du das noch nicht gesehen hast, ich verlinke dir das hier oben einmal. Diese enthält 12 ml, ist glutenfrei und kostet 3,95 €. Und Leute, also ohne Spaß, dafür muss ich Alverde jetzt mal wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr stark loben. Also, dass man eine blaue Mascara für nur 3,95 € auf den Markt bringen kann, finde ich wirklich der absolute Wahnsinn. Ich finde das auch unglaublich mutig von einer Marke, weil Blau ist jetzt nicht die beliebteste Mascara-Farbe. Firmen gehen dabei auch ein großes, ich sag mal, Risiko in Anführungszeichen ein, viele kommerzielle Verluste zu machen. Aber Alverde hat anscheinend gesagt, Leute, kommt, wir bringen diese Mascara auf den Markt. Und mein Akku ging leer, aber halt zu so schlimm. Also, all in all wollte ich einfach nur sagen, großen Respekt an Alverde. Vielen Dank, dass ihr ja auch solche richtig coolen Produkte auf den Markt bringt. Ich bin jetzt nochmal in die Tube reingegangen, einfach nur, weil ich Angst hatte, dass die Mascara von vorhin vielleicht schon ein bisschen angetrocknet ist. Und ich trage mir das Ganze jetzt auf meine Wimpern auf. So, das ist eine Schicht der Mascara. Ich finde wirklich, dieses Blau ist wunderschön. Ich finde, es hat die Wimpern ziemlich gut abgedeckt. Ich finde, es macht jetzt nicht den größten Effekt. Ich finde, es ist sehr, sehr natürlich. Jedoch, es ist eine wirklich coole Mascara, die einem definitiv ins Auge sticht. Nur hoffentlich nicht ins eigene. Oh Gott, Leute, mein Hals ist genauso trocken wie der Alverde Highlighter. Ich kann nicht mehr vernünftig lachen. Auf jeden Fall, trage ich mir das Ganze jetzt nochmal auf der anderen Seite auf. Et voilà, das ist die Mascara auf beiden Seiten. Und Leute, ich liebe diese Mascara. Ich versuche das Ganze jetzt mit einer zweiten Schicht nochmal zu intensivieren. Übrigens, ich gebe mir ja immer das Produkt, was an der Spitze ist, auf den Handrücken. Und da kann ich sagen, dass die Mascara ziemlich, ziemlich trocken ist. Also vielleicht kann ich euch das ja mal gerade zeigen. Könnt ihr das sehen? Also die Mascara ist schon ziemlich, ziemlich trocken. Ich habe das Gefühl, da ist wirklich viel Pigment drin. Die anderen Nothing But Volume Mascaras sind definitiv viel flüssiger. Aber klumpen tut die Mascara trotzdem nicht oder zumindest minimal. Das finde ich wirklich bemerkenswert. So, und das sind zwei Schichten der Mascara. Leider bin ich wieder an meine Lider gekommen, dadurch, dass das Bürstchen eben ziemlich, ziemlich groß ist. Aber wir werden am Ende schauen, ob wir das Produkt mit einem trockenen Q-Tip abkratzen können. Aber ansonsten, ich finde wirklich, das ist eine Wahnsinns-Mascara. Ich finde sie wunderschön. Ich bin wirklich unfassbar zufrieden mit dieser Mascara. Ich würde mir ein kleines bisschen mehr Volumen und Dichte wünschen, aber das ist kein Problem. Es ist eine blaue Mascara. Ich finde, das ist wirklich ein Hingucker. Und ich sehe mich die definitiv sehr, sehr oft benutzen. Also eine blaue Mascara. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wie cool ist das bitte? Als nächstes verwende ich das Augenbrauengel von Alverde in der Farbe Braun 02. Diese gibt es nur in zwei Farben, sowie in durchsichtig. Die zweite Farbe wäre im Übrigen ein Blond. Diese ist glutenfrei, enthält 6 ml und kommt mit einer Mini-Bürste. Und damit fixiere ich mir jetzt meine Augenbrauen. Wobei diejenigen, die mich schon kennen, wissen, dass ich mir sehr gerne das Produkt, was an der Spitze ist, in die Augenbrauen gebe und dann nochmal mit dem Bürstchen an meine Haut, also wirklich meine Haut mit dem Gel bedecke. So kriege ich nämlich einen Pomadeneffekt, ohne dass ich eine Pomade benutzen muss. Und das Ganze blende ich dann nach außen und vorne hin aus. Und mit dem Bürstchen korrigiere ich jetzt die Konturen. So, Augenbrauen sind dran. Das Augenbrauengel gefällt mir schon seit sehr, sehr langer Zeit sehr gut. Ich würde mir nur wünschen, dass es ein kleines bisschen kühler bzw. aschiger ist. Ist aber kein Problem. Das ist sogar mein zweites. Also ich habe mir das schon mal nachgekauft, weil mir das so gut gefällt. Ich finde, es fixiert die Augenbrauenhärchen auf jeden Fall den ganzen Tag über. Und ich finde, es lässt sich super gut ja, ausblenden bzw. wegblenden, falls man zu viel verwendet hat oder es ein bisschen über der Kontur aufgetragen hat. Als nächstes hole ich mir ganz schnell getrocknete Q-Tips und wir versuchen das Ganze mit der Mascara nochmal zu retten. Gehe jetzt mit dem trockenen Q-Tip einfach über mein Lid, da wo die blaue Mascara ist.
Und ihr könnt sehen, ich konnte es auf jeden Fall entfernen. Aber der Lidschatten ist auch ganz leicht abgetragen, das ist aber eigentlich immer so. Wenn man diese Technik anwendet, ist aber halt so dramatisch. Wir können ja gleich wieder mit dem Lidschatten drüber gehen. Et voilà, als wäre das Ganze nie passiert. Im Übrigen könnt ihr sehen, der Kajal ist wirklich komplett weg. Also das ist wirklich krass. Ich hatte, glaube ich, noch nie einen Kajal, der so schnell verschwunden ist. Als nächstes machen wir weiter mit dem Lippenstift. Davon gibt es auch nur zwei vegane, also es gibt nur zwei vegane Lippenstifte bei Alverde. Das finde ich wirklich krass wenig. Einmal so ein helles Rosa und einmal diese Farbe. Ich habe mir die dunklere genommen und ich finde das echt schade. Also Alverde, wenn ihr das Video zufälligerweise seht, bitte stellt irgendwie mehr vegane Lippenstifte her oder macht sie bitte alle vegan. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber ich und ganz viele weitere Menschen würden sich bestimmt ziemlich drüber freuen. Ich habe jetzt die Farbe 80 Tender Taupe mitgenommen. Die andere wäre 40 Matte Rosé Delight. Dieser kostet 2,95 € und enthält 3,7 ml. Stand zumindest online so. Auf der Verpackung sehe ich gerade keine Grammanzahl. Aber naja, es soll matt im Finish sein. Es duftet unglaublich gut. Und ihr könnt das Ganze so rausdrehen und wieder zurück reindrehen. Ach, und im Übrigen soll dieser nicht glutenfrei sein. Ich trage mir das Ganze jetzt auf die Lippen auf. Ich weiß, dass es farblich nicht unbedingt zum Look passt, aber das helle Rosa hätte genauso wenig gepasst. Oh wow, also der Lippenstift ist auf jeden Fall ultra cremig. Da muss man echt aufpassen, wenn man die Kontur nachzieht. Okay, wow, also so schlecht ist die Farbe gar nicht zum Look. Ich finde, das ist eigentlich noch ziemlich akzeptabel. Ich finde die Farbe unglaublich schön. Das Einzige ist, ich habe das Gefühl, der Duft wird nicht so leicht verschwinden. Ich habe das Gefühl, dieser Duft legt sich so ein bisschen in den Rachen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also jedes Mal, wenn ich einatme, egal ob mit der Nase oder mit dem Mund, atme ich auch irgendwie diesen Duft ein und es hat auch einen ganz leichten Geschmack. Also schmeckt so ein kleines bisschen beerig. Dasselbe Phänomen, sage ich jetzt mal, hatte ich auch mit einem Alverde Lipgloss, den ich mal von einer Freundin geschenkt bekommen hatte. Den gibt es aber nicht mehr im Markt, deswegen habe ich den jetzt im Video nicht benutzt. Aber der war von der Berry Lipgloss Reihe, glaube ich. Auf jeden Fall war das bei diesem Lipgloss auch so. Da war es aber wirklich extrem, also ich konnte den irgendwann gar nicht mehr verwenden, weil sich dieser Geschmack so in meinen Rachen gelegt hat. Und ich habe das Gefühl, bei dem wird es auch so sein. Was ich sehr schade finde, denn ich finde die Farbe wirklich, wirklich sehr schön. Gerade wenn ich meinen normalen Hautton hätte, also nicht so blass wäre wie jetzt, würde der, glaube ich, sehr, sehr schön an mir aussehen. Aber ja, ich würde sagen, ich trage jetzt... Oh nein, ich habe gerade aus Versehen die Kappe des Fixing Sprays genommen, um den... Ja, Lippenstift wieder zu schließen. Oh. Als letzten Step verwenden wir jetzt endlich das Fixing Spray von Alverde. Dieses enthält 50 ml, kommt in eine Plastikverpackung, ist glutenfrei und kostet 2,95 €. Dieses ist mit Extrakten aus Kiwi, Calendula und Ananas. Falls ihr das nicht wisst, weil ich persönlich wusste es zum Beispiel auch nicht, Calendula ist eine Blume, um genau zu sein die Ringelblume. Ich werde euch hier, wenn ich dran denke, ein Bild davon einblenden. Wer erinnert sich noch an Hammameles? Dieses soll für ein strahlendes Aussehen und ein langanhaltendes Make-up sorgen. Und im Übrigen ist das mit Koffein. Boah Leute, mein Hals ist so trocken. Tut mir leid, dass ich euch die ganze Zeit mit meinem trockenen Hals voll labere. Aber... Ich kann gar nicht vernünftig reden vor der Kamera, ich muss jeden Satz 30 Mal wiederholen. Aber okay, ich sprühe mir das Ganze jetzt ins Gesicht. Ich habe das ordentlich geschüttelt. Da kommt auf jeden Fall sehr, sehr viel Produkt raus. Oh, Leute, ich habe immer diese komische Reaktion. Jedes Mal, wenn ich meine Videos schneide, denke ich mir so, warum schluckst du? Aber dabei schlucke ich gar nicht, sondern irgendwie bewegt sich mein Adamsapfel immer, wenn ich mir Fixing Spray ins Gesicht sprühe, das so extrem stark ist. Nur zur Info, ich halte sogar tatsächlich immer die Luft an, wenn ich Fixing Spray verwende, weil, ja, ich verstehe das immer nicht, wenn YouTuber, Beauty-YouTuber das so einatmen, wisst ihr? Ich sehe gerade, der erste Inhaltsstoff ist Wasser, der zweite Alkohol und der dritte Parfüm. Und ich muss sagen, also ich habe mich vor dem Video rasiert und hier brennt es gerade ein kleines bisschen aufgrund des Alkohols. Finde ich ehrlich gesagt nicht so toll, aber wenn es das Make-up fixieren soll, meinetwegen... Ich finde den Sprühnebel aber einfach viel zu extrem. Boah, Leute, mein Hals ist so trocken. Und das ist wirklich stark parfümiert. Also das ist wirklich, wirklich stark parfümiert. Mein Gesicht brennt auch gerade leicht wegen des Alkohols. Aber ja, ich würde sagen, ich fächer mir das Ganze jetzt mal trocken und dann zoome ich euch nochmal ran.
Boah, das Fixing Spray hat sich so richtig in meine Rachen gelegt, weil es einfach gerade überall ist. Schmeckt auf jeden Fall nicht so gut. So, das ist der fertige Look. Das Fixing Spray hat schon ziemlich viel Glow hinterlassen. Natürlich ist das noch nicht hundertprozentig runtergetrocknet, aber ja, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt weiterverwenden würde. Ich glaube, da würde ich lieber zum Alverde Hydro Fixing Spray greifen. Falls du mein Video zur Hydro-Reihe noch nicht gesehen hast von Alverde, das verlinke ich dir auch hier oben. Aber ja, das ist der fertige Look. Und ich zeige euch mal, der ist auf jeden Fall nicht kiss-proof. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Oh Gott, jetzt bin ich einer dieser Beauty-YouTuber, die nur Englisch können. Nein, aber mal Spaß beiseite. Ja, also auf jeden Fall trocknet er nicht runter. Was an sich schön ist, weil das einen pflegenden Effekt hat. Ich finde, der sieht auch schön aus, aber es geht auf jeden Fall noch matter. Wobei, wo wir schon dabei sind, ich nehme jetzt mal ganz schnell einen Blending Brush und versuche meine Lippe abzumattieren. Okay, wow, also das hat richtig gut funktioniert. Das könnt ihr euch auch merken, wenn ihr so einen cremigen Lipstick habt, könnt ihr den immer ganz leicht mit einem Blending Brush und einem Setting Puder abmattieren. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann hinterlass auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ich würde mich riesig drüber freuen, wenn du meinen Kanal mit deinen Freunden oder Freundinnen teilst, wenn du generell den Menschen von meinem Kanal erzählst, weil ich habe es mir zur Mission gemacht, so viele gute Naturkosmetikprodukte zu finden wie möglich, um so vielen Menschen wie möglich das Umsteigen von konventioneller Kosmetik auf Naturkosmetik zu erleichtern. Also wenn du mich bei dieser Mission unterstützen möchtest, dann mach das bitte mit einem Like und einem Abo. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr 70 bis 80 Minuten Material zum Bearbeiten, aber na gut, so ist das Leben. Okay Leute, mein Hals und ich müssen uns jetzt verabschieden. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend oder Tag, wann auch immer du dieses Video schaust. Hoffentlich geht es mir beim nächsten Mal schon besser und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Heute ein Full Face Love, nee, Alter, nein, warte mal.